Meine sehr verehrten Damen und Herren, Schumanns Genoveva war die erste deutschsprachige durchkomponierte Oper, das heißt ohne Rezitative, ohne Dialoge. Genoveva, ich finde, sie hat ziemlich viele Gemeinsamkeiten mit Margarete. Genoveva ist wie Faust auch eigentlich ein mittelalterlicher Stoff, eine Geschichte, die oft erzählt wurde, die auch teilweise aufgeschrieben wurde, aber eigentlich mehr ein Mythos, der im Bewusstsein der Menschen rumgeisterte. Und dann hat Friedrich Hebbel und Ludwig Tieck haben daraus Stücke gemacht, so wie Goethe das bekannteste Faust-Bühnenwerk geschrieben hat. Außerdem haben die beiden Frauen eins gemeinsam, und zwar neigen sie dazu, in Krisensituationen zu beten. Und werden tatsächlich auch beide gerettet. Genoveva hat das Glück, dass noch zu ihren Lebzeiten die Rettung erfolgt, bei Margarete erst nach dem Tod. Genoveva ist verheiratet mit dem Grafen Siegfried, welcher zurzeit gerade im Felde ist. Sie ist also alleine auf dem Schloss und sie hat Widersacher. Und diese Widersacher schmieden Komplott und sie spürt das irgendwie, aber kann es nicht richtig benennen und hofft einfach, dass nichts Schlimmes passiert. Auf dem Hof hört sie, wie die Knechte zechen und Würfel spielen, frönen, und sie hat Angst. Und was tut sie? Sie betet.